Vielen herzlichen Dank für die charmante Einleitung. Meine Damen und Herren, als mir die Organisatoren dieser Ringvorlesung antrugen, das Wirken der Göttinger Historiker Schramm, Heimpel und Heuss im Rahmen eines Vortrags zu beleuchten, stand mir eigentlich schon deutlich vor Augen, dass ich damit eine jener Aufgaben übernehmen würde, an denen man sich eigentlich nur einen Bruch heben kann. Denn wie soll man das machen? Alle drei gehörten zu Lebzeiten unbestritten zu den fruchtbarsten, einflussreichsten und zugleich komplexesten Forscherpersönlichkeiten, die während der Zwischenkriegszeit die Historikerszene betraten und die Geschichtswissenschaft nach dem Zusammenbruch von 1945 noch jahrzehntelang prägten. Vor allem Alfred Heuss, 1909 bei Leipzig als Sohn eines Musikkritikers geboren und 1995 in Göttingen gestorben, habilitiert 1936 in Leipzig, Professor in Breslau seit 1941, seit 1949 in Kiel und seit 1954 hier in Göttingen, Mitglied der Akademie seit 1957, steht heute, 17 Jahre nach seinem Tod, noch wie ein Titan in der Forschungslandschaft der Altertumswissenschaften. Forschend und dabei stets auf das Ganze der Geschichte zielend, orientierte er sich an den so verschiedenen Leitgrößen Theodor Mommsens und Max Webers. Er erschloss das gesamte Gebiet der griechisch-römischen Antike historiografisch und weitete darüber seine historische Reflexion weltgeschichtlich, wissenschaftshistorisch und geschichtstheoretisch aus. Er ist selbst Gegenstand reicher altertumswissenschaftlicher Betrachtungen geworden. Es gibt mittlerweile ein ansehnliches heussologisches Schrifttum. Seine theoretischen Arbeiten, seine Schriften zur Geschichtskultur seiner Gegenwart spielen in der gegenwärtigen Theoriebildung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte allerdings kaum noch eine Rolle. Sie atmen den Geist vergangener Auseinandersetzungen. Percy Ernst Schramm, 1894 in eine vermögende Hamburger Kaufmannsfamilie hineingeboren und 1972 in Göttingen gestorben, 1924 in Heidelberg habilitiert und nach kurzer Tätigkeit bei den Monumenta Germaniae Historica 1929 schon nach Göttingen berufen, hier seit 1937 auch Akademiemitglied, hat zwar gleichfalls und bemerkenswert früh mit medievistischen Monographien für Furore gesorgt, doch diese umfassten bei weitem nicht, wie bei Heuss, die gesamte Breite seines Fachs. Vielmehr sieht man in ihnen zu Recht Sternstunden der problemgeleiteten Geschichtsforschung, der Konzentration auf Details des vergangenen Lebens, mithin in ihrem Raffinement kaum zu überbietende Momentaufnahmen, etwa der Herrschaftskonzeption Kaiser Ottos III. Oder der Aussagekraft von Königsinsignien und herrscherlicher Rituale. Die narrativen Werke, die er ebenfalls in beachtlicher Zahl zum Druck brachte und die er in einer weiteren, die wissenschaftliche Historie überschreitenden Geschichtskultur verorteten, wurden ebenfalls respektvoll aufgenommen, waren aber nicht der Geschichte des Mittelalters gewidmet. Über Kaufleute zu Haus und über See, 1949, oder über die Vergangenheit seiner Familie, 9 Generationen, 300 Jahre deutscher Kulturgeschichte im Lichte der Schicksale einer Hamburger Bürgerfamilie, erschienen 1963-64. Den größten Bekanntheitsgrad erreichte er fraglos mit der Herausgabe des Kriegstagebuchs des Oberkommandos der Wehrmacht. Innerhalb seines Fachs, der Mittelalterhistorie, hat man Schramm in erster Linie als einen Vertreter des fragengeleiteten, detailversessenen Forschens in Erinnerung behalten. Auch er gelangte darüber zu allgemeinen theoretischen Einsichten. So hat ihn etwa die während der 1980er Jahre begonnene Erforschung interkultureller Transferprozesse ausdrücklich als den eigentlichen Ideengeber und ersten empirischen Umsetzer dieser neuen Konzeption anerkannt. Anders als Heuss hat Schramm aber nie den Willen entwickelt, seine verallgemeinernden, auf theoretische Horizonte zielenden Überlegungen zusammenzuführen
und gezielt der Diskussion auszusetzen. Hier verhält sich seine heutige Rezeption umgekehrt zu der von Heuss. Hatte dieser intensiv zu Fragen des Geschichtsverständnisses, des viel zitierten Verlustes der Geschichte etwa, Schriften publiziert, die in jüngster Zeit abseits der besagten Heussologie kaum noch rezipiert werden, besteht ein gewisser Reiz in der Auseinandersetzung mit Schramms Werk gegenwärtig darin, seine versprengten Reflexionen zu historischen Fundamentalbegriffen wie Quelle, Überrest oder auch Einfluss zusammenzudenken und seine heimliche Urheberschaft für moderne Konzepte überhaupt erst sichtbar zu machen. Hermann Heimpel, der 1901 in München als Sohn eines Eisenbahningenieurs geborene und 1988 in Göttingen verstorbene Mittelalterhistoriker, habilitiert 1927 in Freiburg und dort 1931 zum Professor berufen, 1934 nach Leipzig, 1941 an die sogenannte Reichsuniversität Straßburg und 1947 nach Göttingen berufen, Akademiemitglied seit 1947, hat in seiner fast beispiellosen Karriere als Editor und Forscher, als Redner und Wissenschaftspolitiker, als Anreger, Protektor und aristokratischer Schirmherr der deutschen historischen Medievistik gleichfalls ein reiches Œuvre hinterlassen. Sein Wirken an dem praktisch für ihn gegründeten Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte, sein Engagement für die medievistische Grundlagenforschung bei den Monumenta Germania Historica, für die Germania Sacra und eine ganze Reihe weiterer Langzeitunternehmen, aber auch die Tatsache, dass er einmal als Nachfolger von Theodor Heuss im Amt des Bundespräsidenten im Gespräch war, sichern ihm eine im Vergleich mit Heuss und Schramm anders gelagerte, aber wahrscheinlich noch glänzendere Art des Ruhms. An dem Willen zur Geschichtsschreibung, der ihn sein Leben lang begleitet hat, ist Heimpel letztlich gescheitert. Ein Opfer seines eigenen Erfolgs, vor allem ein Opfer seiner eigenen oratorischen Brillanz und einer komplexen Gefühlswelt, die keineswegs erst während seiner letzten Lebensmonate zutage getreten ist. Die vor Jahrzehnten so sehr bewunderten Vorträge und Reden zur Geschichtskultur werden vornehmlich von denen in Ehren gehalten, die sich an seine Stimme und seine Physiognomie, von der ein Schüler einmal sagte, sie sei die des Elchs gewesen, erinnern, und seine Wertewelt mit ihm teilten. In der Geschichtswissenschaft und in der weiteren Geschichtskultur der Gegenwart spielen diese Schriften keine Rolle mehr. Das Ansinnen der Akademieleitung, über alle drei auf einmal sprechen zu lassen, ist aus gleich mehreren Gründen nur sehr schwer einzulösen. Vor allem anderem muss ich gestehen, dass ich mit den dreien in ganz ungleichem Maß vertraut bin. Schramms Forschungen zum Mittelalter stehen mir einigermaßen vor Augen und Heimpels Arbeiten habe ich mir in den vergangenen Jahren noch etwas gründlicher zu erschließen versucht. Heuss aber war und ist eigentlich ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt für mich und ich kann Ihnen im Folgenden die Peinlichkeit nicht ersparen, dass Sie ein reichlich asymmetrisches Bild betrachten müssen. Die Aufgabe, etwas zu Heuss zu sagen, werde ich daher am Ende dieses Vortrags gerne an die Veranstalter der Reihe zurückgeben. Zu diesem Kompetenzproblem kommt zweitens der Umstand hinzu, dass jede Beschäftigung mit Historikern jener Zeit durch den Umstand belastet wird, dass die deutsche Geschichtswissenschaft so spät erst damit begonnen hat, sich intensiver um ihre eigenen Verstrickungen in das Dritte Reich zu kümmern. Eine Verspätung, die bekanntlich während des Frankfurter Historikertags von 1998 zu erhitzten Debatten und in der Folgezeit zu einer festgefahrenen Situation im Fach führte. Äußerungen zu Historikern werden gerade am Ort ihres Wirkens, im Ambiente ihrer Schüler, seither mit großer Empfindlichkeit darauf abgetastet, ob sie inkriminieren oder exkulpieren, ob sie den Willen aufbringen, die Handlungsspielräume der Zeitgenossen in ihr Urteil einzubeziehen und ob sie genügend Bereitschaft zum Differenzieren zwischen Graden der Verstrickung aufbringen oder auch nicht.
Ordentliche Forschung tut hier Not, aber gerade in Göttingen muss man dabei berücksichtigen, dass auch andere Perspektiven als die des kühlen Forschers eingenommen werden. So ist schon auffallend, dass es sich gerade hiesige Historiker in ihren Erinnerungsschriften an ihre akademischen Lehrer mitunter ein wenig leicht gemacht haben. Die eigentliche Krux meiner Aufgabe besteht aber drittens und selbstverständlich in der zur Verfügung stehenden Zeit. Wie behandelt man drei Biografien in einer Stunde? Es verbietet sich ja angesichts der zeitlichen Begrenzung schon, auch nur die akademischen Stationen, geschweige denn die Hauptwerke zu skizzieren, obwohl das doch eigentlich unverzichtbar wäre. Benötigt wird also ein Rahmen, der dazu angetan ist, Schramm, Heimpel und Heuss gemeinsam sichtbar zu machen und dabei den Blick derart zu steuern, dass die drei Forscher wenigstens in Ansätzen charakterisiert und voneinander unterschieden werden können. Ihr gemeinsames Wirken in Göttingen oder ihre gemeinsame Zugehörigkeit zur Akademie bietet sich als ein solcher Rahmen an. Mehr Aussicht auf Erfolg verspreche ich mir allerdings von einer Perspektive, die ihre Positionierung in einem spezifischen Spannungsfeld der modernen Geschichtswissenschaft erörtert. Damit meine ich die Spannung zwischen der Fremderwartung an die Geschichtswissenschaft, historische Sinngebungen zu liefern, und der innerwissenschaftlichen, disziplinär gebundenen Eigenlogik der Historie. Zur Debatte steht damit das Verhältnis von Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung, die Relation also zwischen der vornehmlich auf narrativen Strategien beruhenden Synthetisierung des Stoffs und der methodengeleiteten Analyse nach den Regeln des Handwerks. Analyse ist das, was dem angehenden Historiker innerhalb seiner Zunft abverlangt wird, Sinngebung durch Synthetisierung, das, was die außerwissenschaftliche Geschichtskultur zur selben Zeit von ihm erwartet. Gebessert, das sei nicht verschwiegen, wurde meine Situation während der Vorbereitung auf den heutigen Anlass durch den Umstand, dass ich mich auf das Engagement meines Mitarbeiters Sebastian Dümling stützen konnte, der an einer Studie zu den Reformschriften des 15. Jahrhunderts arbeitet und dem Heimpel auf ähnliche Weise wie mir aus einer befremdenden Differenzerfahrung heraus zu einem Rätsel geworden ist und der sich auch von der Herausforderung anstecken ließ, Schramm und Heuss gleich mit in den Blick zu nehmen. Ihm danke ich an dieser Stelle ganz besonders. Meine folgenden Ausführungen werden daher von der Fragestellung geleitet, wie sich Schramm, Heimpel und Heuss innerhalb dieses Spannungsfeldes bewegten. Wenn diese Rechnung aufgeht, werden Charakteristika und Probleme ihres Schaffens auftreten, die es ermöglichen, die in den letzten Jahren dominierende Frage nach den NS-Verstrickungen für den Augenblick beiseite zu schieben, die dann aber freilich auf indirektem Weg gerade ein erneutes Fragen nach solchen Vereinnahmungen ermöglichen. In einem nun folgenden Schritt soll daher die Situation derjenigen Disziplin geschildert werden, in der die drei Historiker in der Zwischenkriegszeit wissenschaftlich sozialisiert werden. Wie sie sich dabei zu den Qualitätskriterien und den äußeren Anmutungen an die Historie verhielten, welche Vorlieben und welche Stärken sie dabei ausspielten, möchte ich in einem nächsten Schritt weiten zu der Spezifik ihres Profils während der Zwischenkriegszeit. Auch wenn nur Schramm während dieser Phase bereits in Göttingen wirkte, wird diese Betrachtung der Zwischenkriegszeit den Schwerpunkt meiner Ausführungen einnehmen, denn hier prägten die drei Historiker einen spezifischen Habitus aus, der ihr späteres Wirken verständlich macht. Eine Skizze ihrer Göttinger Schaffensphase folgt, selbstverständlich, und ich schließe mit einigen ausblickartigen Bemerkungen zum Thema Göttingen und die Geschichtswissenschaft in der Ära Schramm, Heimpel, Heuss. Nun also zu diesem ersten Schritt. Der Aufschwung der Historie, und immer wenn ich im Folgenden Historie sage, meine ich damit die Wissenschaft von der Geschichte. Der Aufschwung der Historie also ist eines der vielen Resultate der Neukonzeption von Wissenschaft als Forschung während des 19. Jahrhunderts. Zahlreiche Disziplinen, die im Zuge der Binnendifferenzierung der Wissenschaften entstanden, folgten der Gedankenwelt des Historismus
und betrachteten es als ihre genuine Aufgabe, die Erkenntnis ihres Gegenstands im Verstehen von dessen geschichtlichem Gewordensein zu suchen. Hierdurch gelangte die Geschichtswissenschaft im Rahmen derjenigen Disziplinen, die man etwas anachronistisch als historische Kulturwissenschaften bezeichnen könnte, in die Situation einer Leitwissenschaft. Das beachtliche Selbstbewusstsein, das ihre Vertreter ausprägten, gründete dabei nicht so sehr in der Dignität ihrer Gegenstände, Volk, Nation oder Staat. Als entscheidend galt den Historikern seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vielmehr die Handhabung der historischen Methode. Das Erfordernis, dass nur noch solches Wissen über die Vergangenheit als wissenschaftlich gewonnen gelten konnte, das auf methodisch gesicherten Weg unter Berücksichtigung alles einschlägigen Materials erbracht worden war. Sinn und Zweck der neuen disziplinären Institutionen bestand darin, diese neue Sonderform der Geschichtskultur, eben die Historie, streng von denjenigen traditionellen Geschichtskulturen abzugrenzen, die ja gleichfalls noch im Raum standen, jetzt allerdings schnell an Bedeutung verloren, sei es von der altertümlichen rhetorisch-poetischen Historia ad Narrandum, sei es von der antiquarischen Tradition und sei es von der Aufklärungshistorie. Der Weg, auf dem dieses vermeintlich gesicherte historische Wissen erlangt wurde, wurde von den Vertretern der Historie in der Generation nach Ranke zu einer genuin deutschen Tugend erklärt, das im Inneren der jungen akademischen Disziplin betriebene Forschen. Der idealtypische Ausdruck dieser Praxis war die analytisch vorgehende historische Studie, die Arbeit an Einzelproblemen und ihrer quellenkritischen Grundlage im Rahmen von Aufsätzen, Dissertationen oder anderen Monographien. Als hohe Schule dieser Kunst galten die Monumenta Germani Historica, wo akribische Quellenarbeit im Dienst am großen nationalen Geschichtsunternehmen betrieben wurde. Im Folgenden meine ich diesen Typus von Publikation, wenn ich von Geschichtsforschung spreche, und grenze ihn vom Projekt der synthetisierenden auf die Beschreibung historischen Wandels zielenden Geschichtsschreibung ab. Geschichtsforschung, das ist sozusagen das Alltagsgeschäft des Historikers, das Verfertigen von Editionen oder auch von Studien, denen eine eingegrenzte Fragestellung und ein begrenztes empirisches Material zugrunde liegen. Geschichtsforschung ist also eine Praxis, die ihren Wert durch den Bezug auf den disziplinären Diskurs, seine Rationalitätskriterien und seine Formationen, den Forschungsstand, die Kontroverse, die Desiderata, erhält. Sie zeichnet sich damit durch ein hohes Maß an disziplinärer Selbstreferenzialität aus. Geschichtsschreibung, verstanden als die synthetisierende Schilderung historischer Abläufe von erheblicher Dauer in überwiegend narrativer Gestalt, wird innerhalb der Historie traditionell ebenfalls betrieben. Ja, lange Zeit folgte man der Denkform, dass Geschichtsschreibung etwas für das Ende einer akademischen Karriere ist, wenn man viel Ertrag seines Forschens in die Scheune eingefahren hat und sich dem würdigen Geschäft der Gesamtschau zuwendet. Hinter dieser Denkform, die die Geschichtsschreibung von der Geschichtsforschung abhängig macht, steht zu einem nicht zu unterschätzenden Teil ein ansozialisiertes Misstrauen gegenüber der methodischen Unkontrollierbarkeit der Erzählung, des narrativen Moments, ohne dass Historiografie auch unter den Bedingungen der wissenschaftlichen Historie niemals auskommen kann. Zwangsläufig tat sich mit dieser Konzentration ihrer Energien auf die Forschung eine Kluft auf zwischen dem, was die Historiker in der Hauptsache betrieben, und dem, was ihre Umwelt von ihnen erwartete. Denn von außen betrachtet galt die Historie in den Jahrzehnten nach 1850 als, wie Wolfgang Mommsen einmal gesagt hat, ideologisches Auffanglager für diejenigen, die mit dem Niedergang der traditionellen Metaphysik nach einer neuen Welterklärungs- und Sinngebungsinstanz suchten. Historisch zu denken wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in den Worten Karl Löwitz in Anlehnung an Benedetto Croce zur letzten Religion der Gebildeten. Plausible Antworten auf große Fragen wurden verlangt, sodass sich die Schere zwischen der Selbstwahrnehmung der Historiker und der Fremderwartung an diese allmählich öffnete. Nun gab es aber eben noch ganz andere Geschichtskulturen als die der wissenschaftlichen Historie. In einer Studie von 2005 hat Ernst Schulin zu bedenken gegeben, es sei gar nicht zu unterschätzen, ich zitiere, wie viel mehr Geschichte das bürgerliche Publikum im ganzen 19. Jahrhundert und darüber hinaus durch Dichtung und Historiendramen erfasst habe. Parallel zu dieser Aneignung historischen Wissens durch die Dichtung entstand aber zugleich mit der wissenschaftlichen Historie und wegen deren Konzentration auf die Forschung ein literarischer Markt für vielfältige Ausprägungen von außerdisziplinärer Sinngebungsliteratur mit historischem Anspruch, angefangen von Paul de Lagarde und Julius Langbein, jetzt überschreite ich die Schwelle zum 20. Jahrhundert, über die sogenannte historische Belletristik zu den Totalentwürfen des Krieges und der Jahre danach, von denen ich noch sprechen muss. Die Linie ließe sich erweitern, Werner Sombarts Pamphlet über Händler und Helden, Spenglers Untergang des Abendlandes, Paul Ludwig Landsbergs Die Welt des Mittelalter und Wir und Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts, aber auch die politisch vom Letzteren weit entfernte Reflexion Erich von Kahlers über den deutschen Charakter in der Geschichte Europas. Diese Literatur präsentierte historische Deutungsangebote, die die Zunft der Historiker dort verweigerte, wo sie sich auf ihre disziplinären Standards, auf ihr Fachgewissen sozusagen berief. Die Reaktion der Historiker auf das, was sich abseits ihrer eigenen Tätigkeit da abspielte, war nicht nur vom individuellen Temperament abhängig, sondern auch von der Generationenzugehörigkeit. Einen Theodor Mommsen, der sich von solcherlei publikumswirksamem Schrifttum Anregungen versprochen hätte, kann man sich schlechthin nicht vorstellen. In einem Brief an Willa Mowitz schrieb er 1878, die gelehrte Schriftstellerei sei ein pervertierendes Gewerbe, beinahe wie die Schauspielerwirtschaft. Mit Bezug auf den 1927 gestorbenen Georg von Below hat man schon vom Dilettantismus-Ekel des Fachgelehrten gesprochen, der diesem zur zweiten Natur geworden sei. Es war ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs und neuer Elemente im politischen Diskurs, dass diese Relation von den Vertretern zweier jüngerer Generationen, der sogenannten Kriegsjugendgeneration und der Nachkriegsgeneration, auf andere Weise bedacht und verhandelt wurde. Damit bin ich in der Zwischenkriegszeit und bei meinen Protagonisten angekommen. Die Männer der Zwischenkriegszeit nach Generationenzugehörigkeit zu gliedern, ist ein Verfahren, das in der modernen Forschung seit langem etabliert ist. Dabei war die Scheidung nach Generationen eine auffallende Formation des politischen Diskurses der Zwischenkriegszeit selbst. Sie stand den Zeitgenossen als mentales Instrument zur politisch-sozialen Selbstverortung zur Verfügung. Unterschieden wurde dann, etwa in dem Erfolgsbuch von Ernst Günther Gründel über die Sendung der jungen Generation von 1932, zwischen einer jungen Frontgeneration, der zwischen 1890 und 1900 Geborenen, einer Kriegsjugendgeneration, der zwischen 1900 und 1910 Geborenen und einer Nachkriegsgeneration, der nach 1910 Geborenen. Die Weltsicht der jungen Frontgeneration wurde dabei darauf zurückgeführt, dass ihre männlichen Angehörigen, die als noch unfertige Männer in den Krieg geschickt worden seien, zu den, jetzt Zitat Gründel, eigentlichen Trägern des Fronterlebnisses wurden und nach ihrer um 4 Jahre verspäteten Rückkehr ins zivile Leben unter der Konkurrenz der Jüngeren zu leiden gehabt hätten. Der Nachkriegsgeneration dagegen, so Gründels Urteil, fehlte zur Entwicklung eigener Standpunkte das entscheidende Erlebnis des Krieges. Ihre ersten Eindrücke seien, Zitat, der Umsturz,
die beginnenden Inflationsjahre und eine verbreitete und vielfach in bloßem Wandertrieb verflachende Jugendbewegung gewesen. Als für die Zukunft entscheidende Kohorte sah schon Gründel die Kriegsjugendgeneration an, deren Kindheit vom Krieg und allen damit zusammenhängenden Entbehrungen überschattet gewesen sei. Gerade dadurch sprach man dieser Generation, ich zitiere Gründel, die ungewöhnlich frühe Erschließung der Kindesseele für das große Ganze, für völkische, gesellschaftliche und schließlich auch internationale Belange und für das kollektive Erleben überhaupt zu. Das Spannungsfeld, in das sich diejenigen jungen Männer begaben, die nach dem Krieg ein Studium der Geschichte aufnahmen, wurde damit von einigen konkurrierenden Impulsen genährt, die ihre Denkstile prägten. Sie lernten eine Disziplin kennen, die ihre Qualitätskriterien aus ihrer großen Vergangenheit bezog und ihrem Nachwuchs nach wie vor abverlangte, sich in der Handhabung eines methodischen Handwerks als echte Historiker zu erweisen. Sie erfuhren dabei, dass die tonangebenden Größen ihrer meritokratisch strukturierten Zunft die äußeren Erwartungen an die Historie als Sinngebungsinstanz entweder ignorierten oder ihr doch recht hilflos gegenüberstanden. Zugleich aber wurden während der 1920er Jahre auch im Inneren der Historie die Stimmen lauter vernehmbar, die forderten, dass es eine Form der Geschichtswissenschaft geben müsse, die eine auch von außen einsehbare gesellschaftliche Relevanz besitzt. Prägend wirkte dabei die im Krieg gewachsene Vorstellung, dass es Mentalitäten und Gefühlslagen gibt, die kollektiv wirksam und dabei generationenspezifisch seien. Johann Heusingers Buch über den Herbst des Mittelalters, 1924 auch auf Deutsch erschienen, nährte diese Sicht aus einer kulturgeschichtlichen Perspektive und band die Aufmerksamkeit der 20-Jährigen an sich. Immer häufiger konnte man während der 1920er Jahre etwa in der historischen Zeitschrift davon lesen, dass das Honoratiorenmäßige der Zunft ein Ende haben müsse und dass man sich die mutigen Zugriffe auf das Ganze, zumal auf völkische Fragen, von den Jungen erhoffe. Gerade Heimpels Freiburger Doktorvater Georg von Below fungierte als Sinnbild für die Überholtheit der älteren disziplinären Kultur. Von der Jugend und ihrer Hoffnungsträgerschaft war mehr und mehr die Rede. Von Politikern wie dem Kultusminister Karl-Heinrich Becker, der 1927 über den Wandel des historischen Bewusstseins schrieb und bekundete, dass er, Zitat, das Fühlen der aufsteigenden Generation für nur zu berechtigt hielt. Eine Aussage, an die sich übrigens Alfred Heuss erinnerte, als er einen Nachruf auf seinen Lehrer Helmut Berwe schrieb. Von Nietzscheanern und natürlich von den Stimmen aus dem Kreis um Stefan George. Für den Höhepunkt dieser Anmutungen, gerade an die Kriegsjugendgeneration, sorgten freilich in der Tradition dieser Stimmen die Nationalsozialisten, die auch den Umbau der deutschen Geschichtswissenschaft als eine Stabübergabe an die Jungen inszenierten und die älteren Fachvertreter, die angeblichen Gräkuli, also die ewigen Bedenkenträger und Stehkragengelehrten, ihre Verachtung deutlich spüren ließen. Dieses nächste Bild will ich Ihnen nur im Vorbeigehen zeigen. Es zeigt den Münchner Historiker Ulrich Krämer. Und das Besondere an diesem Bild, Sie sehen vielleicht, dass er da mit entblößtem Oberkörper zu sehen ist, ist, dass es das Bild aus seiner Münchner Bewerbungsakte von 1934 ist. Krämer bekam seine Professur erst nach erheblichen Schwierigkeiten, aber nicht das Nacktfoto war schuld daran, sondern die Tatsache, dass bei seinem Arier-Nachweis aufgetaucht ist, dass er eine nicht-arische Urgroßmutter hatte. Schramm, der sich kurz nach seiner Einschreibung an der Universität Freiburg 1914 freiwillig verpflichtet und den ganzen Krieg in Uniform verbracht hatte, konnte erst nach der deutschen Niederlage
in Hamburg, Marburg, München und Heidelberg bis zur Promotion von 1921 bei Karl Hampe studieren. Gemessen am 7 Jahre jüngeren Heimpel, der seine Freiburger Dissertation 1924 bei Georg von Below einreichte, fehlen Schramm genau diejenigen 4 Jahre, die er als Kavallerist im Feld gestanden hatte. Entscheidende Impulse hatte er allerdings schon zu Hamburger Schülerzeiten durch den großen Kulturwissenschaftler Abi Warburg erhalten. Seine spätere methodisch-thematische Ausrichtung, vor allem seine Art des Umgangs mit nichtsprachlichen Artefakten, kann man nur im Rückgriff auf Warburg verstehen. Mochte er schon als Schüler durch das Lektüreerlebnis von Karl Hampes Deutscher Kaisergeschichte dazu angeregt worden sein, in der Geschichte der mittelalterlichen Kaiser und Päpste das medievistische Thema seines Lebens gefunden zu haben, gab er dieser nicht gerade bilderstürmerischen Ausrichtung doch eine höchst originelle Wendung. Heimpel, der sich nach Ende des Kriegs kurzfristig dem Freikorps Epp bei dessen Kampagne im Ruhrgebiet angeschlossen hatte, hörte seit dem Sommersemester 1921 in seiner Heimatstadt München Geschichte, ließ sich stark beeindrucken von dem Extraordinarius Sigmund Hellmann, einem zum Christentum konvertierten Juden, und mehr noch von Rudolf von Heckel, dem Vertreter der historischen Hilfswissenschaften am Ort. Dessen Übungen, Heckels Übungen, bescherten ihm das, was Schramm schon in den Räumen der Hamburger Privatbibliothek von Warburg erhalten hatte, die erste Tuchfühlung mit der Praxis der Forschung. Entscheidend für Heimpel war dabei die Schulmäßigkeit dieser Ausbildung in der Tradition der Fachdisziplin, wobei ihn gerade das Haptische im Umgang mit Ungedrucktem, sozusagen das Handfeste der hilfswissenschaftlichen Tätigkeit, geradezu enthusiasmierte. Bei Schramm dagegen stand das Aufspüren des Relevanten im vordergründig Unscheinbaren im Vordergrund und dies programmatisch ohne jeden Respekt vor den kanonischen Fächergrenzen, im Zugriff auf Geschriebenes und Gemaltes, auf Buchmalerei und lateinische Lyrik genauso wie auf die Chronik und das Annalenwerk. Suchte der eine, Heimpel, zunächst entschieden die Bindung an die Zunft und ihr Handwerk, nahm der andere, Schramm, als junger Mann souverän eine eigene Position ein, die vom selbstgewählten Interesse ausging und disziplinäre Zuständigkeiten so souverän missachtete, wie das zuletzt die aristokratischen Gentleman-Antiquare des 19. Jahrhunderts getan hatten. Alfred Heuss begegnete bei seinem Eintritt in die Leipziger Universität 1928 diesen Hoffnungen auf eine junge Generation in Gestalt seines akademischen Lehrers Helmut Berwe. Berwe, der in der kollektiven Memoria späterer Zeiten vor allem wegen seiner Nähe zum NS-Gedankengut präsent blieb, war erst kurz vor dem Erstsemesterstudenten Heuss 30-jährig nach Leipzig gekommen. Eine Universität mit einem großen Namen, aber einem reichlich überalterten Historikerkollegium, über dem wie eine Wolke der Name und der Ruf Karl Lamprechts schwebte. Berwes Habilitationsschrift über das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage war eine trockene Studie, die ihm von seinem vormaligen Münchner Betreuer förmlich abgerungen worden war. Es handelte sich dabei um eine jener Kernerarbeiten, die ein akademischer Lehrer theoretisch, aber eben nur theoretisch hätte selber schreiben wollen, wenn denn die Zeit gereicht hätte, und die er daher an einen seiner Schüler vergab, um sich drohnenartig von dessen Entsagungsbereitschaft zu nähren. Heuss und seine Kommilitonen beobachteten interessiert, wie sich der 30-jährige Jungprofessor, Berwe war 2 Jahre jünger als Schramm, vor ihren Augen aus einem sklavenartig fremdbestimmten Adlatus in einen anregenden Forscher verwandelte. Im Grunde selber noch nach einem eigenen Weg in der Disziplin suchend, stand Berwe seinen eigenen Doktoranden näher als den Großordinarien nebenan. Heuss wurde unter dem Einfluss dieses Lehrers ebenfalls ein leidenschaftlich Suchender. In den Nachbarfakultäten zu hören, vor allem bei den Juristen und Soziologen und hier wiederum insbesondere bei Hans Freier, hieß für ihn nicht, ein allgemeines Bildungsbedürfnis zu stillen,
sondern sich von der Selbstreferenzialität der Althistoriker zu emanzipieren und noch grundsätzlicher nach der Struktur antiker Gesellschaften zu fragen, als man das im Rahmen des gängigen Themenkanons in seiner Zunft tun konnte. Bemerkenswert ist, welche Wirkung bei ihm die literarische Begegnung mit Max Weber hervorgebracht hat. Eine Begegnung, die ihn veranlasste, neue Fragen an die Antike und ihre ökonomische und soziale Verfasstheit zu stellen. Dabei bestand sein Primärerlebnis darin, dass er von Max Webers Ausführungen über die Antike beim ersten Lesen praktisch nichts verstand. Irgendetwas musste also fehlen in seinem altertumswissenschaftlichen Marschgepäck. So gesehen reicht Heussens intellektuelle Biografie über den Kanon des Althistorikerwissens hinaus und hat ihn zu weltgeschichtlichen und geschichtstheoretischen Fragestellungen geführt. Doch dass die Förderung seiner Zunft und ihres Horizonts der entscheidende Referenzrahmen dieses Tuns war, stand für ihn wahrscheinlich nie in Frage. Bei Schramm und Heimpel war das anders. Der eine hielt von zünftischer Beschränkung überhaupt nichts, der andere fühlte sich mit seiner medievistischen Disziplin zutiefst verbunden, glaubte aber berufen zu sein, ihre Themen ins weite Feld der außerwissenschaftlichen Sinngebungsarbeit tragen zu müssen. Um Schramm zu charakterisieren, sei ein Blick schon auf sein Opus Primum geworfen, eine Sammelbesprechung zu 4 Neuerscheinungen, die er 1923 unter dem Titel »Über unser Verhältnis zum Mittelalter« publizierte. Ausgangspunkt des 29-Jährigen war dabei die Frage nach der Relation zwischen dem Themen- und Interessenkanon, der von den wissenschaftlichen Mittelalterdisziplinen verwaltet wird, und den abseits der Fachwissenschaften gestellten Fragen, die gegenwärtig aus soziopolitischen Problemlagen heraus gewonnen wurden. Denn derlei Fragen, so Schramm, gingen im Moment, ich zitiere, aus der Not des Tages den Weg ins Mittelalter. Es ziele auf die allgemeinen Züge des Mittelalters, auf den, Zitat, jetzt mehrere Zitate, mittelalterlichen Geist, auf das Überpersönliche am Mittelalter und das Übermomentane an Gegenwartsphänomenen. Nicht zum Zweck, historische Neugier zu befriedigen, würden gerade neuartige Mittelalterbücher geschrieben, sondern aus der Hoffnung heraus, von den mittelalterlichen Lösungen für auch heute drängende Probleme zu lernen und Orientierung zu gewinnen. Schramms eigener Denkhorizont ist in dem Text gut fassbar. Für die kundigen Leser scheint sein Spiel mit Jakob Burckhardts Diktion durch. Er lässt den Klang der Georgianer und damit auch Nietzsches anklingen, letzteres wahrscheinlich eher unbewusst, spricht zeittypisch vom Überpersönlichen, dem Übermomentanen und von Führern, Führerrollen und der Führerstellung der Kunstgeschichte in den Wissenschaften. Er ironisiert die Deutschtümelei und den, Zitat, Teutonismus des 19. Jahrhunderts und meint damit keineswegs den Mangel an europäischer oder gar globaler Perspektive, sondern die Verengung des Fragens ganz auf die politische Einheit des Reichs unter Ausblendung psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Phänomene. Scharfsinnig erkennt er das Neue selbst in der schrägsten Publikation. Die Warte, von der dieser 29-jährige forschende Bildungsbürger seine Würdigungen vornimmt, könnten kaum selbstbewusster sein. Ganz und gar unzünftisch zeigt er keinerlei Berührungsängste gegenüber Dilettantenbüchern, wobei man heute wohl wird sagen müssen, dass er diese im Hinblick auf ihre politischen Implikationen entschieden zu arglos beurteilt hat. Typisch für ihn ist aber der Pragmatismus und seine Respektlosigkeit vor dem Quellen- und Themenkanon der Fachwissenschaft. Schramm sollte fortan seine eigenen Forschungsfelder dort suchen, wo sein scharfer Verstand ihn von selber hinführte, ohne den Verpflichtungscharakter der fachlichen Traditionen. Zugleich trat er, der frisch Promovierte, mit kaum zu überbietender Selbstsicherheit als, Zitat, Fachgelehrter auf, lobte, urteilte selbstsicher über seine eigene Zunft, über die Einseitigkeit in den Fragestellungen der heroischen Fachvertreter aus dem 19. Jahrhundert, zeigte sich souverän genug, die Errungenschaften gegenwärtiger, Zitat, Naturwissenschaften
Recht und Psychologie für ein neues Interesse am Mittelalter einzufordern. Schramm profilierte sich in den 1920er Jahren als Inbegriff des Nachwuchswissenschaftlers, der die Erwartungen an die Jungen mit einer neu gewonnenen inneren Freiheit nutzt und dabei übrigens auch seine Kriegsteilnehmerschaft als eine weitere Legitimationsgrundlage anführt. Sein 1929 erschienenes Buch über Kaiser, Rom und Renovatio war sein Wurf, sein Durchbruch. Seine Arbeit über die Geschichte des englischen Königtums im Lichte der Krönung machte ebenfalls Furore. Als einziger deutscher Zivilist wurde Schramm 1937 zur Krönung König Georgs VI. In die Westminster Abbey eingeladen. Eine Anerkennung, die selbst im satirischen Kladderadatsch ihren Niederschlag fand. Hier sehen Sie das Bild eines panischen Erzbischofs von Canterbury. Und der Page sagt in der Bildunterschrift: Herr Erzbischof, heute müssen wir aber mächtig aufpassen, Professor Schramm ist da. Selbstbewusst, wie er nun einmal war, sollte Schramm in der Rückschau über sich selbst sagen, er habe sich in seinem Leben, Zitat, nicht entwickelt, sondern entfaltet. Daran ist viel Wahres. Was ihn fortan als Angehörigen einer etwas älteren Gruppe als Heimpel und Heuss ausweist, als Angehörigen eher der jungen Kriegsgeneration, ist seine lebenslange Hochschätzung des Militärischen, sein aus heutiger Sicht fast kurioser Stolz darauf, an den Stahlgewittern des Great War als Kavallerist beteiligt gewesen zu sein. Heimpel zu charakterisieren verlangt, auf seine Reden und Vorträge einzugehen, die mit der Machtübertragung an Hitler einsetzen. Die beiden in den letzten Jahren weit beachteten Vorreden zu zwei Vorlesungen von 1933 und sein Beitrag zur von Heidegger geleiteten Freiburger Ringvorlesung vom Wintersemester 1933-34 über, Zitat, Aufgaben des geistigen Lebens im nationalsozialistischen Staate, deren Plakat ich Ihnen hier zeigen kann, sie sind mehrfach beachtet worden. Diese Auftritte bescherten Heimpel wahrscheinlich das erste volle Erlebnis seiner oratorischen Wirkung, die für seinen ganzen weiteren Werdegang entscheidend sein sollte. Hier erprobte er sich in den Tonlagen, an denen er festhalten sollte, wenn er vor großen Auditorien zu sprechen hatte. 1933 lässt er sich im Verlauf seiner Reden geradezu wegtragen von der Einheitseuphorie und dem deutschen Machtanspruch, die von Hitlers Kanzlerschaft ausgelöst worden waren. Von der seit 1918 bestehenden Tradition, die Kultur des späten Mittelalters als fernen Spiegel zeitgenössischer Nöte zu behandeln, setzte sich Heimpel mit den Distanzgesten des Fachgelehrten gegenüber den zeitgenössischen, Zitat, Literaten explizit ab. Es vergehe gegenwärtig, Zitat, kaum ein Monat, sagt er zu Beginn seines Ringvorlesungsbeitrags, jetzt Zitat, in dem nicht einer der Verlage, die von schnell fertigen Geschichtsrevisionen leben, irgendeine Schrift auf den Markt würfe, die mindestens in ihrem ersten Kapitel eine gegenwartsverbindliche Wesensbestimmung des Ersten Reiches enthielte. Zitat Ende. Doch in diese Strömung seiner Zeit, der er zum Beispiel auch den, Zitat, monumentalen Snobismus Oswald Spenglers zurechnete, schrieb er sich sogleich selber ein, indem er seine eigene wissenschaftliche Beschäftigung mit dem 15. Jahrhundert in diese Sinngebungstradition einzubringen versuchte. Für ihn war mit der Machtübertragung an Hitler der Zeitpunkt gekommen, nicht irgendeine Beschäftigung mit dem Mittelalter, sondern die der zünftischen Mittelalterhistorie als diejenige geistige Betätigung vorzuführen, die auf die großen Fragen der Zeit in Form von weit ausholenden historischen Sinngebungen Antworten bereithielt. Wie konnte es sein, so seine Grundfrage, dass Deutschland bei all seiner prekären Staatlichkeit im späten Mittelalter zum geheimen geistig-moralischen Zentrum der abendländischen Geschichte wurde?
Wie war das typische deutsche Missverhältnis zwischen politischer Verwundbarkeit und kultureller Kraft zu deuten? Heimpel glaubte, dass mit dem Aufschwung der französischen Zentralgewalt um das Jahr 1300 herum ein schicksalsträchtiger binneneuropäischer Antagonismus entstanden sei. Die französische Monarchie sei zum mächtigen Förderer des aristotelischen Denkens, des Rationalismus, des begrifflich systematisierenden Zugriffs auf die Wirklichkeit, mithin eben der Wissenschaft geworden und habe mit diesen Verbündeten die europäische Kultur jahrhundertelang dominiert. Die Deutschen, denen im staatlichen Bereich die Rückschau auf die Größe der hochmittelalterlichen Kaiserzeit geblieben sei, hätten in jener Phase ganz anders gelagerte Denkweisen kultiviert, ihren, jetzt drei heimpelsche Konzeptbegriffe, ihren Historismus, Heimpel gebraucht diesen Begriff reichlich idiosynkratisch, ihren Konservatismus und ihre Innerlichkeit, die sich vor allem ihrer tiefen Religiosität gezeigt habe. Die Zentralfigur der deutschen Geschichte war für ihn der Mönch Martin Luther, dessen Seelennöte und dessen revolutionäre Kraft ihm, Heimpel, als der Inbegriff alles Deutschen erschienen. Die bürgerliche Welt, die aus dem Antagonismus dieser völkergebundenen Prinzipien allmählich entstanden sei und die in Deutschland ihren Ausdruck im Protestantismus gefunden habe, sei Anfang des 20. Jahrhunderts vor den Augen seiner eigenen Generation zugrunde gegangen. Die Soldatenräte des Jahres 1918, sie hätten diese alte Welt zu Grabe getragen. Über diese Inhaltsseite seiner Reden hinaus ist über Heimpels charakteristischen Stil zu sprechen. Die doch eigentlich reichlich anonyme Vortragssituation, dann aber auch die Textproduktion am Schreibtisch, wurden zu der für ihn typischen Art, öffentlich über Emotionen zu sprechen. Befremdend für den, der ihn nicht gekannt hat, ist schon sein Jargon der Liebe. Einer Liebe, die er in seinem Freundeskreis sucht und erwidert, einer Liebe, die sich aber auch auf die deutsche Geschichte richten kann, indem sie diese anthropomorphisiert. Ich zitiere, sofort ist die deutsche Geschichte da, ganz voll vollendet, sagt er 1933 während der Heideggerschen Ringvorlesung mit dem Blick auf die Ottonen- und die Salierzeit. Mit ganz ähnlichen Worten sollte er 11 Jahre später in seinem Roman Die halbe Violine von Kindern und Kindheit handeln. Zitat, der Mensch ist immer fertig, in jedem Lebensalter. Heimpel, der Redner, trug Menschen vor großer Zuhörerschaft seine Liebe an, als ob er sie als Emanationen jener versunkenen Welt betrachtete. Und er gab aus ähnlichen Gründen öffentlich, Zitat, Liebeserklärungen zu Institutionen und rationalen Organisationsformen wie der Universität ab. Jugendlichkeit, die den Deutschen und ihrer Geschichte zugeschrieben wird, ist ein Leitmotiv von Heimpels Reden. Man hat im Rückblick auf diese Reden behauptet, dass der Gestus der Begeisterung, der in denen von 1933 zum Ausdruck kam, den Grad höchster Annäherung an das NS-Regime bedeutet hätte und dass er sich später so nicht mehr geäußert habe. Das ist insofern falsch, als uns Äußerungen aus späteren Jahren, gerade aus seiner Zeit an der Reichsuniversität Straßburg vor Augen stehen, die uns noch viel peinlicher berühren. Schwadronaden über Frankreich als, Zitat, das Land der Bösartigen, der heimlich geliebten Brüder. Nur Brüder kann man töten und lieben zugleich, Zitat Ende. Auch über den Brudermord konnte Heimpel im Jargon der Liebe sprechen. Nicht ganz zutreffend, ja irreführend ist auch die Behauptung, dass Heimpel den völkischen und rassekundlichen Stimmen aus dem Inneren seines Fachs grundsätzlich mutig entgegengetreten sei. Vor allem von seinen Interventionen gegen Otto Höfler und Franz Lüttke auf dem Erfurter Historikertag 1937 ist dabei die Rede gewesen. Denn auch diesen Gestus glich Heimpel situationsbedingt aus, indem er den Spitzen dieser Bewegung öffentlich ganz unnötige, vermeidbare Worte des Lobs zusprach. So etwa im selben Jahr 1937 vor der versammelten Sächsischen Akademie der Wissenschaften, dem Pseudohistoriker Adolf Hellbock,
der den Tiefpunkt zeitgenössischen Wissenschaftlertums markierte. Dabei ist es ausgeschlossen, dass Heimpel der Hellburg vor der Akademie wie die Speerspitze gegenwärtiger Forschung erscheinen ließ, in dessen Arbeiten etwas anderes sah als Ausgeburten eines vernebelten Hirns. Was bei den Nachgeborenen den Eindruck einer allmählichen Versachlichung erwecken konnte, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass Heimpel mit der Zeit eine Technik entwickelte, emphatische Aussagen wie überhaupt Aussagen der Festlegung derart durch Ironie und Antithese zu erweitern, dass sie mehrdeutig, mitunter sogar beliebig wurden. Er hat diesen Stil selber einmal zur Sprache gebracht, indem er in einen Nachruf über Rudolf Stadelmann von dessen Eigenarten und seinen Stil sprach, wahrscheinlich aber sich damit meinte. Seit 1954 wirkten alle drei in Göttingen. Schramm war ja schon 1929 im Jahr von Kaiser Rom und Renovatio gekommen. Heimpel war 1944 nach dem Rückzug aus Straßburg zunächst als Schramms Vertreter verpflichtet worden, 1947 dann aber mit einer eigenen Professur versehen worden. Aus Kiel kommend stieß Heuss 1954 zu ihnen hinzu. 3 Jahre später wurde auch er in die Akademie aufgenommen, sodass sie fortan auch dort gemeinsam wirkten. Schramm und Heuss erbrachten in Göttingen ihre monumentalen Lebensleistungen. Schramm in der für ihn charakteristischen Weise auf weit voneinander entfernten Gebieten. Zu nennen sind hier seine Studien zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs, die sich vor allem aus seiner Vertrautheit mit dem von ihm schließlich mit herausgegebenen Kriegstagebuch ergaben. Weiterhin beackerte er intensiv seine handelsgeschichtlichen Themen: Hamburg, Deutschland und die Welt, war noch 1943 erschienen. 1949 folgte das 600-seitige Kaufleute zu Haus und über See, im Jahr darauf Deutschland und Übersee und 1963/64 dann das von mir schon erwähnte Familienbuch. Diese Studien standen in der unmittelbaren Nachkriegszeit im Vordergrund, weil Schramm auf die Materialsammlungen für seine medievistischen Arbeiten nicht zugreifen konnte. Hier war manches verloren gegangen. Bald aber knüpfte er an seine älteren Themen wieder an und es entstanden in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen die großen medievistischen Werke. 3 Bände, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, 1954-56, 1962 gemeinsam mit Florentine Müterich, die Denkmale der deutschen Könige und Kaiser, schließlich 1968-71 das Karlswerk, Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben in 5 Bänden. Ab 1968 erschienen in 4 Bänden seine gesammelten Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters. Nicht nur die Themen waren verschieden, sondern auch die literarischen Formen. Denn so sehr sich Schramm in seinen handels- und familiengeschichtlichen Werken als Geschichtsschreiber betätigte, so deutlich waren seine medievistischen Arbeiten auch dort, wo sie in imposanten Bänden publiziert wurden, der Inbegriff von Forschung, von Arbeit am Detail. Man bekommt bei ihrer Lektüre stets vor Augen geführt, dass es sich dabei um Zwischenberichte handelt, um Momentaufnahmen eines nach der Auffassung des Verfassers unablässig voranschreitenden Forschungsprozesses. Diese Denkbewegung, an einer ständig sich verschiebenden Grenzlinie von Erkenntnissen zu arbeiten, setzte bei Schramm eine Konzentration auf die jeweiligen Arbeiten voraus. Diese Konzentration hat er auf Kosten mancher anderen Pflichten, die man als Hochschullehrer ja nun auch noch zu erbringen hat, konsequent durchgehalten. Paradox ist, dass er gemessen an seiner Schülerschaft sicher einer der erfolgreichsten Gelehrten seiner Zeit gewesen ist, ohne jemals auch nur im Entferntesten eine Schule gründen zu wollen. 59 Doktorandinnen und Doktoranden hat er erfolgreich betreut. Am nächsten standen ihm thematisch der nicht bei ihm promovierte, aber früh unter seinem Einfluss stehende Reinhard Elze, außerdem Hans-Martin Schaller, Norbert Kamp und Janosch Borg. Über sie hinaus finden sich aber sehr zahlreiche Vertreter ganz anderer Themen in dieser Reihe, darunter Wilhelm Berges, Peter Klaassen, Arno Borst, Andreas Hillgruber oder Ernst Schulin.
Das Œuvre von Heuss nahm in Göttingen überhaupt erst Gestalt an. Es sollte schließlich die gesamte alte Geschichte umfassen, darunter das gigantische Werk der römischen Geschichte von 1960, aber auch seine Zutaten zur von ihm gemeinsam mit Golo-Mann herausgegebenen Propyläen-Weltgeschichte. Mit seinem Beitrag über Herrschaft und Freiheit im griechisch-römischen Altertum etwa, ein Beitrag zum 12. Propyläenband, legte er 1965 auf relativ wenigen Seiten eine strukturgeschichtliche Skizze für die gesamte Antike vor. Die war deutlich von Max Weber inspiriert. Zugleich vertiefte Heuss die Forschungsdimension seines altertumswissenschaftlichen Tuns durch umfangreiche Monographien zu Mommsen und das 19. Jahrhundert, 1956, sowie zu Barthold Georg Niebuhrs wissenschaftlichen Anfängen, 1981. Von Mommsen wurde Heuss in seinen ganzen Habitus derart beeinflusst, deshalb beeinflusst, weil er hinter seinen Schaffen, also hinter Mommsens Schaffen, hinter seiner Abwendung von der Historiographie und der Hinwendung zur gänzlich forschungsorientierten Einzelforschung eine Verkörperung des Max-Weberschen Prinzips der innerweltlichen Askese sah. Im Vergleich zu den beiden medievistischen Kollegen fällt auf, dass sich aus Aufgaben wie der Mitverantwortung für die Propyläen-Weltgeschichte für Heuss stets die Veranlassung ergab, die zugrunde liegenden Konzepte bis auf den Grund zu durchdenken und seine Gedanken publizierend zu schärfen. Eines dieser Fundamentalthemen, zu dem er auf diese Weise schon in den frühen 1950er Jahren gelangte, war dabei gerade die Resonanz des Historikerschaffens in der geschichtlichen Bildung der fachfernen Zeitgenossen. Für Heuss war diese Resonanz allerdings nicht auf die Mittlerinstanz eines außerakademischen, außerhalb der Fachdisziplin entstandenen Schrifttums angewiesen, sondern er verlangte der Welt des gebildeten Bürgertums ab, sich an der Quelle der Forschungserkenntnis bei den Erträgen der Fachwissenschaft selbst kundig zu machen. Seiner Ansicht nach sollte sich der Historiker gerade nicht eines auch für Laien zugänglichen Tons befleißigen, sondern umgekehrt sollte sich der Bürger so weit historisch vorbilden, dass er die Hervorbringungen einer anspruchsvollen Geschichtswissenschaft aus eigenem Vermögen verstehen kann. Seine Mommsen-Studien lassen erahnen, wie sehr er über dieser Position begann, die bürgerliche Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu idealisieren, ja zu verherrlichen, wie in ihm Bilder einer idealen deutschen Gesellschaft mit großartigem Gymnasium samt seinem beispiellosen historischen und sprachlichen Unterricht aufstiegen. Und daran gemessen konnte er in der Geschichtskultur seiner Zeit nur Niedergang erkennen. Wegmarken des heusschen Kulturpessimismus, der mit den Jahren immer ausgeprägter wurde, waren seine Schriften zum Verlust der Geschichte 1959, seine kritischen Stellungnahmen zur universitären Reform, zur, Zitat, Zukunft des wissenschaftlich gebildeten Lehrers von 1971 und so weiter, bis zu den haltlosen Rundumschlägen seines Spätwerks. Eine ohnehin schon spürbare Neigung dazu, das Abendland untergehen zu sehen, wurde durch das Erlebnis von 1968, wie ich das einmal nennen will, dann potenziert. Denn die Tendenzen des Verfalls hörten auf, für Heuss anonyme Erscheinungen zu sein. Sie wurden Akteuren der gegenwärtigen geistigen Welt zurechenbar. Und so ereiferte er sich schreibend über die Intellektuellen, seine Wortwahl, in der Nachfolge von Marx, über Adorno und Horkheimer, Marcuse und Bloch, kollektiv über Soziologen und Pädagogen, seine Lieblingshassobjekte, oder einfach die Schar der, Zitat, Protestler und Krakeler seiner akademischen Lebenswelt. Schramm, der die 1968er Bewegung in ihren Anfängen noch verfolgt hatte, verfügte über genügend Know-how im Ausblenden, um sich die Veränderungen an den Universitäten nicht zu nahe gehen zu lassen, schirmte sich mit hanseatischem Bürgerstolz und auch Offiziersdünkel gegen die neuen Töne an der Universität ab. Heuss dagegen
fand aus seinem Bedürfnis heraus, gegen alles anzuschreiben, was ihn an der veränderten Geschichtskultur und ihrer Entsprechung in den historischen Disziplinen störte, aus seiner Negativität nicht mehr heraus. Dabei verstieg er sich zu Geschichtsdeutungen, etwa einer Deutung Hitlers und des Nationalsozialismus, die aus heutiger Sicht betrachtet kaum noch zusammenzubringen sind mit der Größe seines althistorischen Werks. Auch für Heimpel könnte man eine Schilderung seiner Göttinger Tätigkeit mit 1968 enden lassen, wenn er nicht die Studentenbewegung bei Weitem überlebt hätte. Bedingt durch seine Ämter und Verantwortlichkeiten konnte er mit der Produktivität der beiden Kollegen nicht mithalten. Jahrelang stellte sich für ihn zunächst die Frage, von welcher Warte aus und mit welchen Techniken man heute überhaupt noch deutsche Geschichte schreiben könnte. Wie Heuss reflektierte er dabei über die Möglichkeiten einer, wie er es nannte, historischen Anthropologie, wurde dabei aber im Unterschied zu Heuss nicht grundsätzlich. Einen Handbuchantrag zum deutschen Mittelalter, den er 1936 schon zum Druck gebracht hatte, aktualisierte er so leidlich, indem er die Klagen über den Partikularismus der Territorialfürsten, über die, Zitat, verfluchte Kleinstaaterei der Deutschen und über den, Zitat, welschen Feind tilgte, das Ganze aber ansonsten beließ, wie es gewesen war. Das späte Mittelalter blieb für Heimpel auch weiterhin eine genuin deutsche Zeit und diese Sicht unterbreitete er weiterhin in seinen öffentlichen Vorträgen. Eine Vorlesung zur gesamten deutschen Geschichte, erstmals vollständig gehalten im Wintersemester 1956-57, organisierte er auf sehr originelle Weise als eine Abfolge deutscher Gedächtnisorte. Aachen, Magdeburg, Canossa, Gelnhausen, Marienburg, Wittenberg, Wien, Potsdam, Weimar, Frankfurt, Königgrätz, Berlin, Bayreuth, Verdun und dann Nürnberg und Potsdam II. Gedruckt wurden nur Teile daraus, die Vorlesung vollständig zu halten, scheint Heimpel emotional arg angegriffen zu haben. Ein weiterer Ortsname drängte sich ihm seit den 1950er Jahren mehr und mehr auf, Auschwitz. Anders als viele seiner Kollegen verlegte er sich nicht aufs heroische Schweigen. Heimpel sprach vorbehaltlos von deutscher Schuld und wurde darüber in seinen späten Jahren immer bedrückter. Dass ihm sein neuer Wirkungsraum am Max-Planck-Institut die Möglichkeit verschaffte, sich publizierend von den Erwartungen an den Historiographen ab und der Detailforschung zuzuwenden, war ihm sicher willkommen. Sein Alterswerk, die dreibändige Monographie zu den Fenner von Gmünd und Straßburg, stand etwas unverbunden in der Forschungslandschaft ihrer Zeit. Viel gelobt, aber bescheiden doch in ihren Auswirkungen auf Anschlussforschungen. Was einen guten Teil dieser Sperrigkeit ausmacht, ist, dass sich Heimpel darin nicht für die Optionen der Geschichtsforschung und der Geschichtsschreibung entscheiden konnte. Nach der auffallend dissertationsmäßigen Titelei und Anlage, Material versammelnd, wie es sein Kollege Schramm gewohnheitsmäßig in seinen Momentaufnahmen zur Diskussion stellte, strebte der betagte Heimpel zugleich doch noch einmal danach, am Konkreten die Sinngebungsarbeit des Geschichtsschreibers zu erbringen. Und erlauben Sie mir jetzt bitte einige abschließende Bemerkungen zu Göttingen als einem Ort der Geschichtswissenschaft. Das wird, glaube ich, nur noch so 2-3 Minuten dauern. Ein aufmerksamer Hörer von Heimpels Deutschland-Vorlesung wie Ernst Schulin dachte sich schon Ende der 1960er Jahre, ich zitiere Schulin, wie historisch käme einem heute, Ende der 60er, bereits Heimpels Buch über die deutsche Geschichte vor, wenn es denn existierte. Wie überholt, wie typisch für die 50er Jahre. Zitat Ende. Zum Kreis der Schramm, Heimpel und Heuss-Schüler zählten viele bedeutende Historiker, sicher ein Reflex ihres Erfolgs als akademische Lehrer. Über die schon genannten Schramm-Schüler hinaus seien stellvertretend Hartmut Bogmann und Arnold Esch, Jochen Bleiken und Hans-Joachim Gierke genannt.
Darüber, welche Bedeutung Heusens Göttingen für die Weiterentwicklung der alten Geschichte hatte, traue ich mir kein Urteil zu. Für die historische Mittelalterforschung jedoch würde ich sagen, dass die entscheidenden Impulse zu ihrer Modernisierung von anderen Zentren ausgingen. Entscheidend dafür war, dass andernorts eine nüchternere und zugleich komparatistisch angelegte und den deutschen Rahmen überschreitende Empirie betrieben wurde und dass hierdurch die Fragen etwa nach der spätmittelalterlichen deutschen Geschichte aus der beklemmenden Diktion des Schicksalhaften herausgeführt wurden. Wichtig war auch anzuerkennen, dass vormoderne Gesellschaften sozial geschichtete Gesellschaften waren und dass sich aus dieser Schichtung soziale Dynamiken ergaben, die die Fixierung auf den Kollektivsingular des Deutschen aufbrachen und neue Fragen auf methodisch neuer Basis zuließen. Nüchtern und unaufgeregt musste das deutsche Mittelalter betrachtet werden. Der 7. DFG-Sonderforschungsbereich überhaupt trug lapidar den Titel Mittelalterforschung. Er wurde 1968 an der Universität Münster gegründet. Die große, richtungweisende Geschichte des deutschen Spätmittelalters synthetisierte einen Flickenteppich von tausenden aufsatzförmiger Detailstudien. Ihr Autor war ein Gießener, der sich zuvor in Heidelberg von Werner Conze und Reinhard Koselleck hatte anregen lassen, Peter Moraff. Disziplinen lassen sich aber freilich mit dem Hinweis auf solche Durchbrüche nicht hinreichend charakterisieren. Göttingen hatte fraglos seine eigenen Inspirationsquellen zu bieten. Die Atmosphäre intensiver Forschung und auch Diskussion, für die das legendäre historische Kolloquium und sein Wohnheim am Kreuzbergring stand, Schramm und Heimpel förderten es kräftig. Ein gewisses Selbstbewusstsein, dass es dem Nachwuchs leichter machte, sich in der Zunft des Fachs zurechtzufinden. Die Tatsache, dass hier in Göttingen gerade keine Schule gegründet wurde, die das Sein und Nichtsein künftiger Historikergenerationen an rasche Konjunkturen angebunden hätte. Und letztlich die Möglichkeiten der großen interdisziplinären Verbünde, die sich aus der gleichzeitigen Präsenz so vieler Medievisten aus verschiedenen Disziplinen an einem Ort ergaben und die eine feine Balance zwischen fester Institutionalität und informeller Begegnung einhielten, also sagen wir zwischen Sonderforschungsbereich und Mittelalterkränzchen. Die Kommissionen bei der Akademie, die sich auch mit dem Mittelalter beschäftigen, gehören hierzu. Sie bedeuten ein wertvolles Vermächtnis einer eher honoratiorenmäßig gestrickten Wissenschaft an das Zeitalter der Exzellenz. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus